Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind noch beim SQL-Thema und wollen uns jetzt mal einen Use Case für Trigger anschauen. Wir haben beim letzten Video ja mal gesehen, was so ein Trigger macht. Und da habe ich gesagt, dass Trigger für Business-Daten eigentlich nicht zu gebrauchen sind, weil die Business-Hoheit die Applikation haben sollte und nicht der Trigger, sprich die Datenbank. Und in dem Video möchte ich mal so eine ganz spezielle Performance-Situation darstellen, wo man mit Hilfe eines Triggers die, ich sag mal, Kuh vom Eis kriegt. So, Zielgruppe ist im Wesentlichen 12. Klasse Anwendungsentwickler und alle, die sich mit sowas mal auseinandersetzen müssen oder wollen. Wir gehen mal davon aus, wir haben eine Firma, die ist deutschlandweit tätig. Und wir würden gerne jetzt Auswertungen machen. Und zwar würden wir das gerne auf Basis von Postleitzahlen machen. Und sagen wir mal, die Firma macht sehr, sehr viel Geschäft überall in Deutschland. Und so können wir wirklich zu jeder Postleitzahl, die eben hier in Deutschland existiert, irgendwelche Auswertungen machen, welche Umsätze da gefunden werden, die Maximalumsätze und so weiter. Und das ist sozusagen unser Ziel. Wir brauchen den Umsatz pro Postleitzahl. So, wir haben jetzt in Deutschland 8000 paar zerquetschte Postleitzahlen und das wollen wir jetzt irgendwie in SQL abbilden. Und bevor wir das jetzt machen, müssen wir noch eine Kleinigkeit definieren, und zwar, wir müssen uns überlegen, wie die Postleitzahlen denn eigentlich zusammenhängen. Weil das ist, wenn man es ganz genau nimmt, gar nicht so einfach. Eine Postleitzahl ist nicht einfach nur ein Wert, den ich einfach dranhängen kann, sondern wenn ich wirklich bundeslandweise Postleitzahl, Ort etc. alles sauber abbilden möchte, dann muss ich da durchaus an einem größeren Rad drehen. Und das schauen wir uns als allererstes mal an. Wir wissen ja, dass eine Postleitzahl irgendwie mit einem Ort zusammenhängt. Ja, irgendwie können wir einer Postleitzahl einen Ort zuordnen und wir können einem Ort eine Postleitzahl zuordnen. Es ist jetzt aber so, dass ein Ort wie München mehrere Postleitzahlen hat. Und irgendwo auf dem Land gibt es natürlich mehrere Orte, die sich eine Postleitzahl teilen. Das heißt, wir haben eine N zu M Zuordnung von Postleitzahlen. Und jetzt kann man sagen, ein Kunde sitzt in einer Postleitzahl oder hat seinen Firmensitz in einer Postleitzahl, aber auch beim Ort, weil wir können es ja nicht exakt sagen wegen der N zu M Beziehung. Aber das sieht so nicht besonders hübsch aus, das kann man vielleicht ein bisschen anders modellieren. Wir können nämlich die N-zu-M-Beziehung einfach in die 1-zu-N, N-zu-1-Zwischentabelle auflösen. Muss man ja auf der Datenbank ohnehin tun. Und damit haben wir jetzt eine Möglichkeit, unseren Kunden anders an diese Informationen dranzuhängen. Und zwar einfach hier. Das heißt, ich kann jetzt hier meinem Kunden direkt auf die Postleitzahl-Ort-Kombination dranhängen. In der Realität macht man es normalerweise so, dass ich dem Kunden einfach die Postleitzahl verpasse. Aber wenn wir wirklich davon ausgehen, wir wollen irgendwelche abgefahrenen Regionauswertungen, dann müsste man den komplizierten Weg gehen. Warum gehe ich den komplizierten Weg? Ich wollte einfach einen Use Case haben, wo ich einfach stellvertretend für andere umfangreichere Selects einfach irgendwas habe, was man relativ einfach nachvollziehen kann. Und dementsprechend bietet sich dieses Postleitzahlenthema hier an der Stelle an. Gut, wie geht's weiter? Wir haben natürlich noch den Umsatz. Ein Kunde kann mehrere Umsätze erstellen und insofern haben wir eigentlich unser Datenmodell soweit fertig und können in die Datenzuordnung gehen. Im Datenmodell schauen wir, dass wir die ganzen Attribute platzieren. Wir beginnen mit der Postleitzahl und schon mit dem ersten Aha-Erlebnis vielleicht. Ich kann die Postleitzahl nicht als Primärschlüssel hinterlegen, weil es gibt Postleitzahlen, die mehrere Bundesländer beinhalten oder die in mehreren Bundesländern liegen, also in zweien. Nicht viele, aber ein paar gibt es, also müssen wir die Postleitzahl als Attribut mit einem künstlichen Schlüssel versehen. Weiter geht's mit der Ortstabelle, die ist straightforward, eine ID und einen Namen. Und jetzt gehen wir auf die Zuordnung des Ortes zur Postleitzahl. Da haben wir jetzt natürlich die beiden IDs als Foreign Key, als Fremdschlüssel.
Aber die kann ich jetzt hier nicht als Primärschlüssel realisieren. Ja, rein von der Datenmodellierung her wird es gehen, das ist kein Problem. Aber ich habe jetzt hier vom Kunden eine Foreign Key Beziehung. Und die Datenbank-Management-Systeme, allen voran MySQL, erwartet jetzt bei so einer Foreign Key Beziehung, dass sich diese Beziehung bei einer Tabelle nur auf einen einzigen Schlüssel bezieht. Ja? Das heißt, ich muss hier einen technischen Schlüssel generieren, damit ich beim Kunden überhaupt eine Foreign Key Beziehung auf die Zuordnungstabelle realisieren kann. Also ich kann nicht auf eine Tabelle zwei Foreign Key Felder realisieren oder umsetzen. Das akzeptiert MySQL nicht. Also brauchen wir diesen technischen Schlüssel. Ja? Sieht zwar ein bisschen komplizierter aus, ist eigentlich datenbankmodellierungstechnisch nicht wirklich notwendig, aber technisch. Und insofern machen wir das. So, der Kunde ist auch ganz easy. Wir haben eine Kunden-ID, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und den Foreign Key zur Zuordnungstabelle, Ort und Postleitzahl. Umsatz haben wir eine ID, ein Datum, wann der Umsatz getätigt wurde und das Betragsfeld und dann noch der Foreign Key zu dem Kunden, der den Umsatz getätigt hat. Insofern keine großen Überraschungen. Gut, wie geht's weiter? Wir müssen jetzt Daten einfügen. Ja? Und bei der Postleitzahl habe ich jetzt auf so einer Online-Datenbank alle Postleitzahlen rausgesaugt. Je nachdem, wo man hingeht, ist es mal mehr, mal weniger, aber etwas über 8000. Dann haben wir bei dem Kunden, da habe ich jetzt einfach mal 10.000 Kunden generiert, einfach Zufallswerte. Und dann haben wir noch die Zuordnungstabelle, da liegen wir dann bei 12.000 Datensätzen, knapp 13. Und bei der Umsatztabelle habe ich jetzt einfach mal 5 Millionen Datensätze generiert. Ja, so dass wir auch wirklich performancetechnisch ein paar Effekte sehen. Und ja, das soll jetzt mal unsere Welt sein, in der wir jetzt in Zukunft unsere Trigger leben lassen wollen. Gut, die für den Trigger und für unsere Auswertung relevanten Informationen sind die technische ID der Postleitzahl plus die Postleitzahl, die Zuordnungstabelle mit der ID und der Postleitzahl-ID, dann die Kundentabelle, jeweils wieder mit ID und der Referenz zu der Zuordnungstabelle und natürlich die Umsatztabelle mit dem eigentlichen Betrag und dann der Kunden-ID. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze eben in SQL irgendwie, ja, verheiraten können. Dieses Select schauen wir jetzt wirklich ganz genau an, weil das wird so die Basis für die ganzen folgenden Überlegungen sein. Was brauchen wir? Wir brauchen die Postleitzahl und die holen wir natürlich aus der Postleitzahlentabelle, weil nur dort ist die klartextliche Postleitzahl da. Alles andere waren ja künstliche Schlüssel. Den Betrag holen wir aus der Umsatztabelle raus und den werden wir summieren, weil wir am Ende des Tages ja über die Postleitzahl gruppieren werden. Wir wollen ja pro Postleitzahl den Betrag und wir haben ja mal gesagt, immer dann, wenn wir für die Aufgabenstellung pro sagen können, hört sich das immer verdammt nach Group By an, weil wir mit Group By pro Postleitzahl in dem Fall jetzt Beträge summieren können. Okay, also wir summieren den Betrag. Und den holen wir aus der Umsatztabelle. Und jetzt müssen wir uns die ganzen Joins überlegen. Und das ist ja der Vorteil von einem Datenmodell, dass wir über diese Linien dann die Join-Bedingungen 1 zu 1 ablesen können, weil wir ja von dem Betrag zur Postleitzahl gehen wollen. Und das sind dann entsprechend die einzelnen Striche. Wir beginnen mit der Zuordnung Umsatz zu Kunde, das ist diese Beziehung und das ist ein ganz normaler Join. Wir haben technische Schlüssel, also müssen wir wirklich nur ganz billig die IDs zusammenknüpfen über das Schlüsselwort on beim Join. Weiter geht's zur Zuordnungstabelle, auch wieder mit einer ganz billigen Verjoinung der Schlüssel. Und schließlich kommen wir hier bei der Postleitzahlentabelle an. Gut, das wäre so im Großen und Ganzen jetzt das Select, unten noch Group By, darüber haben wir gerade gesprochen. Was ich jetzt hier nur unten noch dran gehängt habe, so als Referenzabfrage ist, ich hätte jetzt gerne die Postleitzahl mit den 10 höchsten Umsätzen. Ja, das heißt Order bei Postleitzahl, Umsatz und dann Limit 10.
Um das Ganze jetzt irgendwie sinnvoll wiederverwendbar zu machen, habe ich jetzt einfach gesagt, es wäre schön, wenn wir jetzt eine View hätten. Und diese View kann ich dann entsprechend immer wieder verwenden und kann dann mein Select direkt auf diese View machen. Ja, das heißt, wenn die View existiert, kann ich nur noch sagen, Select Stern from Umsatz per Postleitzahl oder bei Umsatz Postleitzahl absteigend Limit 10. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann dauert das ziemlich lang. Ich habe das jetzt hier mal wirklich als Zeitraffer simuliert. Die Zahlen, die wir jetzt gleich sehen, die sind echt. Das heißt, auf meiner kleinen Datenbank hat dieses Select jetzt wirklich 6 Minuten und 21 Sekunden gedauert. Das ist verdammt viel. Wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte das nur ein einziges Mal am Tag haben, diese Aussage, dann ist es okay. Also wenn jetzt irgendjemand, der für irgendwelche Statistik-Auswertungen zuständig ist, das einmal am Tag macht, dann sollte er sich in Gottes Namen Kaffee holen. Aber wenn ich diese Abfrage jetzt relativ häufig brauche, vielleicht bei vielen Auswertungen immer wieder, dann gehen 6 Minuten nicht. Das kann man so nicht machen. Ja, das heißt, ich kann jetzt investieren und eine teurere Datenbank, also einen schnelleren Rechner kaufen, oder ich überlege mir was anderes. Und genau das machen wir jetzt. Die Idee ist, dass ich diese Werte jetzt in eine temporäre Tabelle reincache. Ja, hier die Postleitzahl geht jetzt in das Feld Postleitzahl. Das kann zugleich auch der Primärschlüssel sein, weil ich ja pro Postleitzahl Informationen haben möchte. Und was wir aus unserem Select als Umsatz der Postleitzahl oder pro Postleitzahl hatten, wandert einfach in das Feld Umsatz PLZ. Das heißt, die Tabelle sieht jetzt genauso aus wie das Select, das hinter der View steckt. Mehr mache ich da nicht. Also eine stinknormale Tabelle, die einfach nur zwei Felder beinhaltet, weil das ist genau das, was ich eben über meine View als Select Stern auch rausbekommen habe. Und jetzt kann ich einfach ein ganz normales Statement realisieren, das sagt Insert into diese temporäre Tabelle und genau das, was eben meine View oder mein Select hier auswirft. Und damit wandern jetzt diese Werte da rein. Das dauert natürlich jetzt auch wieder eine Zeit lang, bis dieses Statement ausgeführt ist, aber jetzt habe ich sie einmal eben in dieser, nennen wir es mal, Caching-Tabelle drin. Das heißt, jetzt kann ich eine View erzeugen, die einfach auf diese Tabelle eben wiederum zeigt. Das heißt, diese View fragt jetzt nicht dieses kompliziertere Select drüber ab, sondern einfach nur ein Select-Stern auf diese Tabelle. Und dann kann ich eben mein Order-By-Statement von vorhin jetzt auf diese neue View ausführen und dann das Ganze eben entsprechend mal ausführen. Und was wir dann sehen ist, wenn ich es ausführe, dass wir hier plötzlich bei 0,01 Sekunde liegen. Kunststück, weil ich habe jetzt keine wirklich komplizierte Abfrage mehr, sondern ich frage ja nur auf einer Tabelle ab, die diese 8000 noch was Postleitzahlen hatte und hier die ersten 10. Und das geht dann natürlich relativ schnell. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, was passiert jetzt bei Datenänderungen? Wenn jetzt irgendjemand einen neuen Umsatz platziert, was mache ich dann? Weil die Tabelle hat ja jetzt statische Daten und wenn jetzt in den Rohdaten, also in den Umsatzdaten, sich irgendwas ändert, kommt es da natürlich nicht an. Ja, weil das ist natürlich eine Tabelle, die einmalig bewirtschaftet wird und dann eben nicht mehr. Das heißt, so können wir es nicht machen. Gucken wir uns mal die Eingangsdaten der Tabelle an. Wir hatten die Postleitzahl und die Zuordnung der Postleitzahl zum Ort. Und das bleibt konstant. Also das ist einmal definiert worden und sollte irgendwann mal die Post sich entscheiden, diese Struktur zu ändern, dann müssten wir diese Tabelle, diese Umsatz per Postleitzahltabelle mal komplett neu ändern. Ja? Da würde sich wirklich die Datenbasis von Grund auf ändern und das ist ja kein Feld, was wir über eine GUI bewirtschaften, sondern das wird einmal per Skript da reingeschmissen und gut ist. Und wenn wir dieses Skript nochmal ausführen, müssen wir uns darum kümmern, dass diese Temp-Tabelle komplett neu erzeugt wird. Also müssen wir uns nicht drum kümmern an der Stelle. Was sich aber ändern kann, sind Kunden und Umsätze. Gut, Kunde ist jetzt nicht so tragisch, weil wenn ein neuer Kunde kommt, hat er deswegen noch keine Umsätze. Ja? Beim Löschen eines Kundens und beim Verändern von Kundendaten, da könnte es eventuell ein Problem geben. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das ist jetzt nicht ja, der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist eigentlich die Umsatztabelle. Es kommen neue Umsätze dazu. Und darum müssen wir uns kümmern und da werden wir jetzt mal einen Trigger schreiben.
Und der Trigger soll einfach nach einem Insert in der Umsatztabelle passieren. Und das ist auch der Standardfall. Also es kommen regelmäßig neue Umsätze und wenn ein neuer Umsatz kommt, dann soll eben bei diesem Insert ein Trigger ablaufen. Und zwar sage ich einfach Replace into diese temporäre Tabelle. Und jetzt kommt stinknormal wieder dieses Select rein, was ich für die View ursprünglich auch genutzt habe. Ja, also ich selektiere meine Postleitzahl, die Summe des Betrages, verjoin das Ganze und mehr ist es erstmal nicht. Ganz unten steht noch ein Group By über die Postleitzahl, aber das ist einfach dieses Select, was wir schon gesehen haben. Allerdings schränke ich das jetzt natürlich auf diese Postleitzahl ein, die von diesem neuen Umsatz generiert wurde. Das heißt, ich muss jetzt hier den Kunden, der den Umsatz erzeugt hat, mit meiner Zuordnungstabelle und dann der Postleitzahltabelle verjoinen, damit ich genau diese Postleitzahl von diesem Kunden rausbekomme. Ja? Und damit habe ich jetzt mein Replace into reduziert auf diese eine Postleitzahl, die zu diesem Kunden eben gehört, der den neuen Umsatz gemacht hat. Schauen wir uns das mal an. Wir machen jetzt ein Insert und dieses Insert einfach auf irgendeinen Kunden und wir sehen, dieses Insert dauert jetzt 0,01 Sekunde. Das heißt, dass die eigentliche Arbeit, die wir vorhin durch diese View haben, jetzt durch diese Insert-Statements auch gemacht wird. Natürlich in sehr viel kleineren Chunks, weil ich ja hier nur eine Postleitzahl updaten muss in meiner temporären Tabelle, aber die Arbeit muss gemacht werden. Ja? Und das bedeutet, wenn ich jetzt sehr viele solche Updates an der Stelle habe, werde ich in Summe natürlich hier auf einen höheren Wert kommen. Auf der anderen Seite gibt es halt nichts umsonst im Leben. Das heißt, an der Stelle muss ich mir jetzt im Klaren sein, entweder ich habe diese Abfrage von vorhin in 6 Minuten oder ich habe jedes Insert ein klein bisschen länger von der Verarbeitungszeit gestaltet als ohne diesen Trigger, der im Hintergrund abläuft. Jetzt fehlen noch zwei Manipulationsmöglichkeiten. Wir beginnen mit dem Delete. Das heißt, wenn ein Statement einen Umsatz löscht in der Datenbank, dann muss ich natürlich auch die zugehörige Postleitzahl anpassen, also den summierten Betrag dieser Postleitzahl. Allerdings könnte es jetzt sein, dass dieses Delete den letzten Umsatz einer Postleitzahl rausschmeißt. Ja? Das heißt, dass diese Postleitzahl in meiner Umsatztabelle gar nicht mehr auftaucht. Und dafür muss ich jetzt was anderes machen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich diesen Datensatz für diese Postleitzahl nicht mit Replace into verändere, sondern ich muss ihn erstmal sicher löschen, damit, wenn ich jetzt kein Insert mehr habe, dass eben der Datensatz weg ist. Ja, und wenn das Ganze nicht der Fall ist, dann kann ich ihn einfach nochmal neu schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte Postleitzahlbereiche, die keinen Umsatz haben, mit 0 realisieren, dann hätte ich meinen ursprünglichen Join mit Outer Joins realisieren müssen. Aber ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass Postleitzahlen ohne Umsätze einfach nicht auftauchen. Also lösche ich jetzt auf jeden Fall diesen Postleitdatensatz aus meiner Temp-Tabelle, egal ob ich ihn danach brauche oder nicht, sondern ich weiß es schlichtweg nicht an der Stelle, also schmeiße ich ihn raus, um ihn danach einfach wieder neu zu schreiben. Und damit habe ich jetzt beide Fälle abgedeckt. Fall 1, der Postleitzahlen-Datensatz wird einfach überschrieben, das heißt Delete und dann Insert. Und wenn ich den letzten Datensatz einer Postleitzahl gelöscht habe, also in der Umsatztabelle, dann fliegt er eben auch komplett raus aus der Temp-Tabelle. Also insofern alles gut. Die letzte Datenaktion auf der Umsatztabelle wäre jetzt ein Update. Und da können jetzt zwei für uns relevante Sachen passieren. Punkt 1 wäre, der Betrag ändert sich, dann muss ich einfach nur die Einträge für diese Postleitzahl ändern. Und Möglichkeit 2, die jetzt fachlich wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber technisch möglich ist, wäre, dass sich die Kunden-ID eines Umsatzes ändert.
Ja, und das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer betrachten. Also ich prüfe jetzt einfach mal von dem Datensatz, der abgedatet wurde, ob von der neuen Version und der alten Version die Kunden-ID abweicht. Und wenn das der Fall ist, dann könnte theoretisch Folgendes passieren, dass der Umsatz, der von Kunde A auf Kunde B jetzt umgeschlüsselt wurde, dass Kunde A in einem anderen Postleitzahlenbereich wohnt als Kunde B. Und dann muss ich jetzt im Prinzip beide Postleitzahlen in irgendeiner Form berücksichtigen. So, und jetzt haben wir streng genommen das gleiche Problem wie beim Delete. Das heißt, es könnte sein, dass der alte Kunde der letzte oder den einzigen Umsatz in der Postleitzahl gemacht hat. Und wenn das der Fall ist, dann würde jetzt bei dieser Postleitzahl entsprechend der Datensatz rausfliegen. Und genau das machen wir. Wir schmeißen jetzt erstmal von dem alten Kunden in seiner Postleitzahl den Datensatz aus der temporären Tabelle raus, weil danach machen wir mit Replace into sowieso wieder rein. Ja, das heißt, jetzt haben wir hier auch wieder die gleiche Lösung wie beim Delete. Wenn es der letzte Umsatz in der Postleitzahl war, dann schmeißt man einfach den Datensatz erstmal raus. Und beim Replace into müssen wir jetzt eben darauf achten, dass wir den neuen Kunden und den alten Kunden entsprechend identifizieren. Das heißt, wir ziehen uns die Postleitzahl von dem neuen und dem alten Kunden raus. Nachdem wir das ein paar Zeilen höher mit where Postleitzahl in verarbeiten, können wir sagen, okay, wenn da jetzt zweimal die gleiche Nummer drin steht, ist es egal. Also wenn sich quasi nur der Betrag geändert hat, nicht aber die Kunden-ID, dann würde halt zweimal der Wert da drin stehen. Beziehungsweise die Postleitzahl würde zweimal gezogen werden, die gleiche. Und dann würden wir halt nur einen Datensatz updaten. Wenn es zwei verschiedene Postleitzahlen wären, würden wir zwei updaten. Insofern ist das ganze Thema relativ einfach umsetzbar, auch wenn jetzt ein paar Zeilencode mehr dahinter stecken. Am Schluss kümmern wir uns noch um den Kunden. Hier ist es so, wenn der Kunde gelöscht wird, haben wir kein Problem, weil wir eine Fremdschlüsselbeziehung zwischen Kunde und Umsatz haben, müssten wir zuerst die Umsätze löschen, bevor wir den Kunden löschen dürfen. Also würde damit der vorige Löschtrigger greifen. Wenn wir einen neuen Kunden hinzufügen, haben wir auch kein Problem, weil ein neuer Kunde hat noch keinen Umsatz, also auch kein Problem. Das einzige Problem wäre jetzt, wenn wir ein Kundenupdate machen, wo sich die Zuordnung der Postleitzahl oder die Postleitzahl ändert, sprich die ID-Zuordnung, Ort Postleitzahl, diese technische ID würde sich ändern. Das prüfen wir. Und wenn wir das haben, dann, mein Gott, dann löschen wir halt wieder. Dann löschen wir eben die zugehörigen Postleitzahldatensätze und schreiben sie neu rein. Also, wenn ich einen Unterschied in der Zuordnung der Postleitzahl habe, dann schmeiße ich alle Datensätze raus, die eben in diesen beiden postleitzahlrelevanten Bereichen sind. Also Old ZOP oder New ZOP. Die Postleitzahlen suche ich und genau die lösche ich. Und dann natürlich schreibe ich sie wieder rein, weil ich an der Stelle natürlich meine neuen Daten haben möchte. Und jetzt habe ich hier genau die gleiche Situation, wenn quasi der letzte User oder der letzte Kunde in einem Postleitzahlenbereich entsprechend weggezogen ist. Das wäre eigentlich die Situation, der letzte Kunde ist aus einem Postleitzahlenbereich weggezogen in einen neuen, dann habe ich eben hier auch diesen Postleitzahlwert rausgeschmissen. Und damit haben wir eigentlich jetzt alles soweit im Sack und können sicher gehen, dass unsere Daten immer sauber sind. Ja, damit haben wir ein zugegebenermaßen etwas aufwendigeres Praxisbeispiel uns mal angeguckt. Und ich hoffe, ich habe eins klar gemacht. Wenn wir sowas tun, wirklich Daten cachen, dann müssen wir tief in die Trickkiste greifen. Wir müssen alle Möglichkeiten abbilden, die eben mit unseren Daten passieren können, weil wir müssen ja immer gucken, dass die Tabelle up to date ist. Und das ist nicht so einfach, hoffe ich, habe ich klar gemacht. Und selbst
Das habe ich momentan ja nicht gemacht. Ich habe nicht alle Möglichkeiten abgebildet, nämlich die Zuordnungstabelle, die Postleitzahltabelle. Wenn die sich ändert, dann muss ich manuell eingreifen. Ja, auch das könnte man jetzt wieder mit Triggern anpassen oder realisieren. Aber nochmal, es ist nicht so ohne weiteres möglich. Gut, aber wir haben gesehen, wenn ich diesen Aufwand treibe, dann komme ich auf eine Abfragegeschwindigkeit oder Zeit von 6 Minuten runter auf eine Hundertstel Sekunde. Kommt immer drauf an, brauche ich das, ja oder nein? Und vor allem, wenn ich das mache, muss ich mir die Frage stellen, kann ich die höheren Insert-Zeiten überhaupt vertreten? Weil ich zahle ja die Performance so und so, ja, weil die Datenbank muss eben die Zuordnung machen, egal wann. Und jetzt habe ich einfach gesagt, jedes Insert kostet mich halt ein bisschen mehr Zeit. Nicht viel, aber durchaus mehr Zeit und das muss ich bewusst eben akzeptieren. Dann ist es natürlich auch nur sinnvoll, wenn ich diese langsame Abfrage so nicht akzeptieren kann. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt einmal am Tag oder vielleicht nur einmal im Monat diese Auswertung mache, dann kann ich den Abfragenden zum Kaffeetrinken schicken. Ja, dann soll der, mein Gott, 6 Minuten warten. Das geht schon mal. Ja. Wenn das aber nicht vertretbar ist, dann muss ich mir hier was überlegen und dann wäre das eben eine Lösung. So, und das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist ja streng genommen nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt fertige Lösungen für sowas. Und das nennt sich beispielsweise Materialized Query Table. Ich meine, dass das bei DB2 ist. Bitte nicht festnageln drauf. Es gibt professionelle Datenbanken oder kostenpflichtige Datenbanken, die jetzt nicht open sind, die sowas out of the box bieten. Das heißt entweder Materialized Query Table oder auch Materialized View. Und wenn ich aber eine Datenbank habe, die das nicht kann, dann muss ich das eben selber bauen. Und das haben wir gerade gesehen, wie wir das bei MySQL selber realisieren können. Und bei diesen MQTs oder diesen Materialized Views von den kommerziellen Datenbankanbietern muss ich mir diese Gedanken über die Updates gar nicht machen, sondern das macht die Datenbank im Hintergrund. Das läuft sozusagen automatisch und das ist natürlich sehr viel bequemer. Aber wie gesagt, wenn man auf offene Lösungen setzt, dann muss man halt selber schlau sein, sozusagen, und sich das Ganze dann selber zusammenklamüsern. Der Sinn des Ganzen war aber nicht, dass ich sage, jeder muss solche Sachen umsetzen, wenn er Performance-Probleme hat. Da passieren noch ganz viele Sachen vorher, also Indizes aufbauen und solche Sachen. Aber das ist für mich jetzt einfach mal ein relativ schönes Beispiel zu sehen, wann ein Trigger in einer Datenbank wirklich sinnvoll einsetzbar ist. Ja, das heißt, wir haben gesehen, der Trigger hilft mir bei meiner Problemstellung und die Problemstellung war, ich habe eine zu langsame Query und der Trigger verändert keine Business-Daten, sondern der hilft mir einfach nur, meine Abfragen zu beschleunigen und genau dafür ist er eigentlich da. Damit wären wir jetzt am Ende dieser ja, zugegebenermaßen etwas aufwendigeren Erklärung eines Use Cases für einen Trigger. Aber ist halt so. Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigt, und das ist jetzt sehr viel tiefer als jetzt der gemeine Anwendungsentwickler jetzt im dritten Lehrjahr braucht, aber das sind Sachen, die jetzt an der einen oder anderen Stelle einfach sinnvoll zu wissen sind, weil wenn mich das normale SQL nicht weiterbringt, dann muss ich einfach tiefer in die Trickkiste greifen. Und als, wie gesagt, Use Case Beispiel für einen Trigger ist es auf jeden Fall sehr gut geeignet. Ich werde mit Sicherheit noch mindestens ein weiteres Video rausbringen für weiterführende Themen. Da möchte ich dann auf die Stored Functions, Stored Procedures eingehen. Ob ich das in einem Video schaffen werde, weiß ich noch nicht. Das ist ein großes Thema, aber ich will es nicht zu sehr in die Breite treten. Lasst euch überraschen. Ja? Also wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.